Vom Abala-Berg kommend, wo die Tragödie der ersten Gebirgsdivision nun endgültig besiegelt war, Zehntausende in Gefangenschaft gerieten, erschossen, erschlagen, ersäuft und aufgehängt wurden. Hier ist ein Massaker geschehen, wie es in der Kriegsgeschichte des Zweiten Weltkrieges wohl kaum vorgekommen sein dürfte. Marschierte nun der geschlagene und übrig gebliebene Haufen Sabak zu. Der kriegliche Haufen von 5000 bis 8000 Mann zog unter großen Anstrengungen und fast ohne jede Munition in Richtung der deutschen Auffanglinie, die sich an der Save befinden sollte. Verschiedentlich wurde versucht, über die hochwassergehende Save zu schwimmen. Drüben am Ufer wadeten aber bereits Partisanen, sie wurden dann gefesselt und in den Strom zurückgeworfen. Vereinzelt kamen uns ebenfalls Partisanen in den Weg. Mit letzten Patronen und Seitengewehr wurden sie niedergemacht. Sie konnten uns nicht daran hindern, weiter westwärts zu ziehen. Kurz vor der Stadt erneut Panzergebrumme. Erneut in die Felder und Straßengraben gesprungen, denn um uns zu wehren hatten wir nichts mehr. Weder Gewehre, noch Patronen, noch Handgranaten und Panzerfäuste. In Sekunden erkannten wir aber dann deutsche Aufklärungsfahrzeuge, die uns suchten. Wir umarmten uns gegenseitig, nun endgültig gerettet zu sein und die deutsche Auffanglinie erreicht zu haben. In Sabak selbst hieß es anzutreten, vor dem neuen Bataillonsführer Hauptmann Starl, dem ich kurz danach als Gefechtsschreiber zugeteilt wurde. Das ganze Bataillon 198 glich einem verstärkten Zug. Die vierte Kompanie fehlte vollständig, ebenso die ganzen bespannten Trosse und Fahrzeuge. Nur wenige waren durchgekommen. Mein MG ließ sich schon Tage vorher zurück, schraubte den Mündungsfeuerdämpfer ab und steckte ihn in meinen Brotbeutel. In einem Päckchen schickte ich ihn dann nach Hause. Nun steht er in meiner Eckwand. Ich sehe ihn jeden Tag, diesen MG34 Mündungsfeuerdämpfer. Ein kleines Stück Eisen, aber ein Stück großen, erbarmungslosen Erlebens der Tage bei Belgrad im Oktober 1944. Es war nicht eine Woche vergangen, als ein neuerlicher Befehl zum Einsatz an der Drina kam. Täglich kam jüngster Nachersatz, Jahrgänge 1926 und 1927 fast noch Buben. Die Kompanien wurden mit Menschenmaterial wieder aufgefüllt. Die Alten genossen ab diesem Zeitpunkt eine Sonderstellung. Ich kam in die Schreibstube von dort als erster Gefechtsschreiber zum Bataillonsführer Hauptmann Starrl. Unsere Leistungen wurden respektiert und wir erhielten auch entsprechende Auszeichnungen: EK2, Nahkampfspange, Verwundenerabzeichen und letztlich auch das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse. Brief vom 10. November. Meine Lieben, heute hat es über Nacht zwanzig Zentimeter Schnee hergeweht. Der Winter ist nun eingezogen. Wird wohl der traurigste Winter werden, aber hoffentlich der letzte. Nass, kalt und unlustig ist es jetzt draußen. Gott sei Dank haben wir momentan ein Dach über dem Kopf. Es graut mir, wenn ich daran denke, könntest ebenso im Graben liegen. Haben halt doch immer wieder etwas Glück im Unglück. Aber wenn wir einsatzfähig wären und genug Leute hätten. Werden wir schon lange wieder gegen den Russen. Gegen die Partisanen geht es gerade noch, die rennen halt immer noch so wie früher, wenn wir kommen. Gestern haben sie wieder eins aufs Dach bekommen. Für uns sind halt diese Einsätze geradezu lebenswichtig. Von so einem Banditendorf geht schon Zeug heraus, zum Beispiel wie Schweine, Mehl und so weiter. Im Großen und Ganzen bin ich sonst zufrieden. Arbeite halt von sieben Uhr morgens bis abends um acht und auch noch später. Lasse, was die Hauptsache dabei ist, mich gar nicht aus der Ruhe bringen. Der Bataillonskommandeur ist sehr ruhig, wir kommen mit ihm gut aus. Im Übrigen ist er in Lindau-Eschach zu Hause. Hauptmann Stahl. Der Spieß von der Kompanie, den lassen wir mit zwei Obergefreiten im Geschäftszimmer... Schwer umher. Besonders meinen ehemaligen Widersacher gebe ich dort Schwerdruck. Machen zu zweit die ganzen Bataillonsgeschäfte, die jetzt noch Oberfeldwebel bekleiden. Heute war große Verleihung an Auszeichnungen vom letzten Einsatz. EK2, kleine Nahkampfspange erste Stufe und Verwundenabzeichen haben sie mir gegeben. Ich glaube, dies ehrlich in diesen zwei Jahren Fronteinsatz verdient zu haben. Die Verwundung war an für sich nicht schlimm, ein Granatsplitter hat mir den Hut vom Kopf gerissen und dabei etwas Kopfhaut mitgenommen. Aber den Panzer, der die Granate abgeschossen hat, haben wir dann mit einer Fosspatrone den Gar ausgemacht. Sonst bekommen wir einfach keine Post, was da los ist, möchte ich wissen, ebenso haben wir noch keine Weihnachtsmarken bekommen. Was weiterhin mit uns geboten ist, ist noch nicht bekannt, aber Gerüchten nach gehen wir in Bälde. Wieder weiter nordwestwärts, also die richtige Richtung. Nur hoffentlich kommt bald etwas Post. Neugierig wäre ich bloß, was mit Hubert los ist. Ich sehe für ihn äußerst schwarz. Ebenso höre ich von Bertel nichts. Herzliche Grüße an alle, euer Adrian. Ende November war es wieder soweit. Es ging nach Ungarn hinein. Die Russen kamen über fünf Kirchen, dem Plattensee, immer näher. Ein wehmütiger Rückblick, anlässlich eines Treffens im Jahre 1984, wieder am Awallaberg stehend, wehmütig über die weit ausholende Hügellandschaft und damit ganz automatisch in die Vergangenheit blickend, in eine Zeit wohl bitterster Feindschaft. Friedlich steht man nun miteinander auf diesem Blutberg. Feinde sind inzwischen zu Partnern geworden. Dieser vor 40 Jahren wohl erbarmungsloseste Kampf im Südostraum ist heute auch nicht mehr in Spuren erkennbar. über die gräber der vielen heute noch vermissten ist längst gras gewachsen. Wo mögen sie ruhen? die 25.000 geradezu imponierend und mächtig ist dieser Avala-Berg, ein Zeuge eines großen Sieges am 18. Oktober. Mächtige Granit und Marmorblöcke, Tun dem Besucher kund, was hier einst geschah. Es muss ein großer Sieg gewesen sein für die Partisanen Titus. Dem war aber nicht so. Für sicherlich viele, die seinerzeit dabei gewesen sind und heute wieder dort stehen, kommen Fragen über Fragen, über Schuld oder Nichtschuld an der Tragödie um den Avalaberg im Jahre 1944 hoch. Trotz der Zeitspanne, die uns. Nun von diesem Geschehen trennt, der vielen wohl zu einseitigen Berichte, die da geschrieben wurden, sind Fragen noch offen und aktuell. Besonders Antworten auf Fragen, die ein ehemaliger Einfachsoldat zu stellen hat, der dabei gewesen ist. Warum, zum Beispiel, geriet ein kommandierender General von Stettner bereits am 17. Oktober in Belgrad in Gefangenschaft? Warum gerade in Belgrad? Das ja bereits feindbesetzt war. Warum konnte die an sich noch intakte Kampfgruppe von immerhin ca. 50.000 Mann nicht mit aller Macht ab Mokri-Luk auf Belgrad eingesetzt werden? Denn größer und katastrophaler hätte die Niederlage nie werden können als die nachfolgende am avala -Berg. Warum an sich die fast zügellose Flucht nach dem Westen? Weder Führung, Kooperation noch Koordination waren dabei erkennbar. Man hat sich eigentlich nie Gedanken über einen Ausweg gemacht und die Kampfgruppe unwillkürlich in den Vernichtungsraum geführt. Es waren immerhin Eliteeinheiten der Wehrmacht. Das Band der Straße Belgrad-Nice ist auch heute noch gut zu sehen. Zur erkennen ist auch das Gelände, aus dem wir im Morgengrauen. Des 18. Oktober nach einem unheilvollen und dem wohl traurigsten Nachtmarsch aus Richtung Boletsch gekommen sind. Die kläglichen Reste unserer Kompanie der 3.98 unter der Führung des schmächtigen Leutnants Meyer, die übrig gebliebenen von Britsa Palanka am Donaubogen bis genau an den 4 Kilometer Stein der Straße Smederevo-Belgrad. Fahrende Radschbumm zusammenschoss, ohne dass wir selbst infolge von Munitionsmangel und ich mit einem kaputtgeschossenen MG eingreifen konnten, vor allem aber die ca. 500 hinter uns liegende und bestausgerüstete motorisierte Einheit geholfen hätte, die Brandenburger. Wir stürmten als die Ersten über die Straße, auch unsere Verwundeten auf Mulis sitzen, teils angebunden. Unter Führung des seinerzeit so lautstarken Oberfeldwebels Weinfurtner selbst angeschossen. Die vor uns liegenden Tito-Einheiten, von denen wir uns ja nie fürchteten, wurden buchstäblich überrannt. Wir waren bereits unter direktem Beschuss der aus Richtung Süden heranrollenden Russenpanzer T-34. Wir waren jedenfalls aus dem Einschließungsring heraus. Nur wenige hundert Meter aber es reichte für den nun fast ungehinderten weiteren Marsch Richtung Westen. Wohin es eigentlich gehen sollte, davon hatte niemand eine Ahnung. Hinter uns aber, wie wir erkennen und hören konnten, die wahrhaftigste Sintflut. Massen an deutschen Soldaten, wie wir sie noch nie sehen konnten, undiszipliniert, in wilder Flucht, panikartig, führerlos, teils blindlings ins Verderben hineinlaufen, in eine sich immer enger schließende Panzerkette der Russen. unbegreiflich für jedermann vor allem aber auch, woher auf einmal diese Massen von Soldaten kamen, die in den Tagen und Wochen davor nie zu sehen waren. Und war es nicht immer schon so, wenn es galt zu stürmen, waren nur wenige, ganz wenige von dabei, rückwärts aber viele, die jetzt auf einmal zutage gekommen sind. Über viele Schluchten und Geländereinschnitte hinweg erreichten wir nun die Höhen, die heute so schön vom avala berg zu sehen sind, sahen von dort aus den Sender Belgrad in die Luft fliegen. Und nun, was abseits des wilden Kampfgeschehens, melden sich ungeheurer Durst, Hunger, Müdigkeit und die wundgelaufenen Füße, denn seit Tagen gab es weder ordentliche Verpflegung noch Rast und Ruhe. Das Los der mitgeführten Verwundeten war schrecklich mit anzusehen, ohne dass geholfen werden konnte. Viele starben oder blieben auf diesen Höhen zurück. Westwärts ziehen zeigten sich nun in der Gegend von Oboranovac wieder Partisanen-Einheiten, die uns unter starkes, aber wirkungsloses Gewehrfeuer nahmen. Die einbrechende Nacht löste dieses Problem, zudem strömende Regen, eine Dunkelheit, in der man den Vordermann nicht mehr sah. Wie es schien, ohne Ziel und Richtung fast im Kreise gehend. Trotz einer unbeschreiblichen Müdigkeit gab es kein Halten. Wer nicht mehr die Kraft hatte, blieb liegen und war damit verloren. Für immer. Es war die vierte Nacht, ohne ein Auge zutun zu können und dies in ununterbrochener Folge. Gerüchte um einen Brückenkopf unmittelbar vor uns und eine Fähre über die Save geisterten durch die Müden diese zerschlugen sich ebenso wie ein Entsatz von außen oder gar von oben durch die Luftwaffe, die sich an diesen schrecklichen Tagen überhaupt nicht sehen ließ. Der Morgen des 19. Oktober brach an. Eine fast friedliche Stille um uns, kein Kanonendonner, weder etwas zu hören noch vom Feinde etwas zu sehen. Hat man uns aufgegeben? Die Sieger fanden wohl mehr Interesse an der zurückgelassenen riesigen Beute, an Verpflegung und Material, an Waffen und wehrlosen Gefangenen als an uns, den wenigen Durchgekommenen. Wir hatten nichts mehr zu bieten. Man ließ uns einfach laufen. Fast geordnet marschierten wir nun auf eine Straße und, wie sich nachträglich herausstellte, in Richtung und auf Sabatsch zu, als Panzergebrumme aufhorchen ließ und wir blitzschnell volle Deckung suchten. Im einen letzten Augenblick erkannten wir jedoch eigene Panzeraufklärer. Man hatte uns also doch nicht vergessen. Fast wäre es noch zu einem beiderseitigen Beschuss gekommen. Man hatte in uns den deutschen Soldaten nicht mehr erkannt, so verwahrlost, verdreckt, abgekommen und ausgeschunden waren wir anzusehen. Nur das nackte Leben hatten wir allesamt gerettet das vaterland war für uns als gerettet anzusehen die letzten kräfte mobilisierten sich ganz automatisch nach stunden erreichten wir die deutsche auffanglinie sabatsch und die brücke über die save erschöpfung überfiel uns nach tagen kamen dann noch vereinzelte aus dem kessel um den avaler berg unter anderem auch unser spieß Hauptfeldwebel kolb fast wie ein wunder glückte ihm ein entkommen er war wohl einer der wenigen. Sie gaben Kund von dem, was dort geschah am 18. Oktober und in den darauffolgenden Tagen. Gedankensplitter am Avalaberg, nach 40 Jahren dort widerstehend und in die Vergangenheit blickend. In Anbetracht und Besinnung der Zigtausenden, die hier zu Tode gekommen sind, heute noch als vermisst gelten, der ihr Schicksal wohl gewiss aber nicht bezeugt werden kann. Erkennen wir heute wirklich die damalige Fehlleistung, die Unsinnigkeit auch dieses Geschehens? Historiker sollten sich einmal bemühen, Klarheit in das damalige Geschehen zu bringen und objektiv zu berichten. Für die seinerzeit unter wohl glücklichen Umständen entronnenen und heute noch Lebenden eine Genugtuung mehr nicht. Es war kein Sieg der tito -Partisan. Die Russen waren es, die dazu verholfen haben. Dennoch steht das Siegesdenkmal am avalaberg Berg. Vom Dahinschlachten wehrloser deutscher Gefangener steht hier nichts geschrieben. 1945 zwischen Drau und Plattensee, Nagi und Böhöny hießen die Nester, wurde dem Vormarsch der Russen wiederum durch die erste Gebirgsdivision Einhalt geboten und die Stellung bis Anfang März gehalten. Wochenlang versuchte man mit Verstärkung von SS-Division die Russen zum Rückzug zu zwingen. Es wurde Tag für Tag angegriffen, auf ein zehnfaches Stellungssystem, unüberwindlich. Unsere Divisionen waren ausgelaugt, fast keine Munition, genügend Kanonen, aber ohne Granaten. Der Mannschaft stand voll, jedoch kriegsmüde und nicht mehr zu motivieren. Brief an die Eltern, 25. März 1945. Meine Lieben, erhielt heute euren Brief vom 10. März und danke dir, liebe Mutter, dafür herzlich. Verschiedene Dinge überraschten mich sehr, zum Beispiel von wegen Halbmond, werde mich einzurichten wissen, sind nun seit Tagen auf dem Marsch, halt wieder zu einem Brennpunkt in die Lage hier hinein. Hier wird es schon gewisse Anhaltspunkte geben. Die Zeit, die einen endgültigen Halt bietet, ist nun, ich glaube, gekommen. Es ist nun wirklich jammerschade, die vielen Opfer, Strapazen und Entbehrungen. Die Zeit ist nutzlos vorübergegangen. Für uns war es eine Lebensschule mit höchsten Prüfungen, die ich glaube, bestanden habe. Noch ist nicht Abend, diesen Mördern kann noch allerhand einfallen. Aber das kann an der gegebenen Tatsache nichts mehr ändern. Nun müssen andere der Macht und Gewalt weichen. Wir waren es am 12. März 1938. Momentan sind bei uns die herrlichsten Frühlingstage. Nachts schlafen wir schon bei den Strohhaufen, die Felder und Bäume fangen schon an zu grünen. Wenn ich heute über die Weite eines Sees blicke, über uns der schöne blaue Himmel, in der Ferne einige Berge und der laue Wind, der über die Flächen hersäuselt, dann könnte ich fast Heimweh bekommen. Die Gefühle jedoch in den bald vier Jahren fern sein, jedoch immer wieder für Momente hervorbrechen. Ja, wenn die Hoffnung nicht wäre, dass es bald vorbei ist, würde ich nicht mehr mitmachen. Nun nächstes Mal wieder mehr mit herzlichsten Ostergrüßen, verbleibe ich Euer Adrian. Das war der letzte Brief an meine Eltern, der sie erreichte. Auch aus diesem Brief sind kriegsgerichtliche, reife, defetistische Äußerungen zur Lage einwandfrei ersichtlich. Äußerungen, die bei einer Briefzensur schreckliche Folgen für mich und meine Eltern gehabt hätten. Zurück in Österreich. Nun ging es wieder zurück, kopfüber aus Ungarn heraus und weiter in die Oststeiermark. Hier in der Oststeiermark versuchte man zu kämpfen und zu halten, bis die Amerikaner von Westen anrückten. Dies gelang insbesondere der ersten Gebirgsdivision in hin- und herwogenden Kämpfen am Laffnitztal bis an den hohen Wechsel. Es war furchtbar mitzuerleben, wie die Russen hausten, plünderten und vergewaltigten und jeden Nagel abführten als Beute eines langen Krieges. Hier sahen wir Soldaten erst so richtig, was Feinde im eigenen Land und hier ganz besonders russische kommunistische Soldaten bedeuten. Rechtlos, ausgesetzt, jeder Willkür und Ausbeutung, Vergewaltigung überlassen. Ein verlorener Krieg, ein solcher, der sich nicht wiederholen möge. Weit ist der Weg zurück ins Heimatland, so weit, so weit, ein uraltes Landsknechtslied, das von uns Soldaten immer wieder gesungen wurde. Im Vorland des Kaukasus stand ein Hinweisschild an einer Straßenkreuzung, Innsbruck 6500 Kilometer. So weit waren die Soldaten der ersten Gebirgsdivision schon von der Heimat entfernt. Wie können wir diese Strecke zurück in die Heimat bewältigen? Im Lazarettzug vielleicht. Jeder ließ jede Hoffnung auf eine Rückkehr fahren. Aber schon Monate danach ging der Weg zurück und glich ihr Irrwegen. Vorerst ging der Weg unserer Division vom hohen Kaukasus in die Kubanmündung, dann über den Seeweg auf die Krim. Als völlig angeschlagener Haufen wurden wir auf den Balkan disponiert, hier aufgefrischt und wieder als kampfstarke Division auf die Partisanen in Montenegro, Albanien, Griechenland, Serbien, Bosnien, Herzegowina, Dalmatien, Mazedonien, Kroatien, Slowenien gehetzt. Es ging dann noch über Ungarn den Karpaten zu, wieder zurück auf den Balkan und den Russen am eisernen Tor entgegen. Fast vernichtet in der Kesselschlacht bei Belgrad, neu aufgefrischt, dann erneut in Ungarn am Plattensee eingesetzt. Von hier aus zurückgedrängt ins Burgenland und zum letzten Einsatz in die Oststeiermark. Am Hohenwechsel wurde die Stellung dann gehalten. Ein weiteres Zurück gab es nicht mehr. Am Semmerring, am Fuß des Hohenwechsels, haben somit meine Kriegsjahre und mein jahrelanger Fronteinsatz gegen die Russen und die Partisanen ein Ende gefunden. Deren die 6500 Kilometer lange Fußmarsch zurück in die Heimat ein Leidensweg sondergleichen. Wir waren somit in der Heimat, aber noch lange nicht daheim. Als aus einem von den Russen abgeworfenen Flugblatt zu entnehmen war, dass die Truppe dort kapitulieren muss, wo sie zuletzt in Front stand, war für mich eine Stunde des Handelns und der Wahrheit gegeben, um nicht nach dreijährigem Kriegseinsatz in die feindliche Gefangenschaft zu gehen und den Russen ausgeliefert zu werden. Am 8. Mai ging ich mit noch acht Mann vom Tross von der Kompanie. Man traute den Versicherungen unserer Offiziere, zu den Amerikanern geführt zu werden, einfach nicht. In einem Flugblatt der Russen hieß es ganz deutlich, die Truppe kapelliert dort, wo sie sich befindet, und das war nun einmal die Ostfront und die Russen. Wir gingen in der Nacht auf den 9. Mai schlicht und einfach davon, Richtung Westen. Ordnungsgemäß meldete ich mich beim Hauptfeldwebel Kolb als nun wieder Österreicher ab und wir flohen in den Westen in der Hoffnung, im Mürztal auf die Amerikaner zu treffen oder uns überhaupt bis in die Heimat durchschlagen zu können. Bei St. Katrain am Hauenstein wurden wir am frühen Morgen des 9. Mai im Westen schon längst Waffenstillstand und Kriegsende noch von einer SS-Streife angeschossen und wir, acht Mann, verloren uns dabei vollkommen in den Wäldern um Roseneggers Waldheimat. Ich lief dem Berg Teufelstein zu und entkam so mit der Verfolgung. Bei meiner weiteren Flucht erreichte ich die Fischbacher Alpen. Am Abend des 11. Mai konnte ich in den Höhlen um das Stanzertal bei Stanz ein Försterhaus ausfindig machen und wurde dort nach dreitägigem Tag- und Nachtmarsch ohne jegliche Verpflegung aufgenommen und gestärkt oberförster kapfenberger erklärte mir der krieg sei bereits seit zwei tagen aus ich lag in einem weißen bett im försterhaus als um fünf uhr früh lautes hundegebell mich weckte ich schaute zum fenster hinaus und sah eine kompanie russen vor dem haus stehen schon waren sie vor mir und riefen mir zu soldat Kemanski, soldat nein schrie ich bin deserteur und verriet mich durch russische wörter also doch soldat in russland ich sagte, ich sei hier zu Hause, und sie ließen mich laufen. Vor der Haustüre nahm ich eine Sense und einen Graskorb, ging auf die Wiese und mähte zehn Meter vor dem Waldesrand. Die Russen, allesamt voll besoffen, merkten nicht, dass ich in den Wald abhaute. Nach einer Stunde aufwärts im Dauerlauf war ich gerettet und blieb auf der Anhöhe völlig erschöpft liegen. Ich stieg auf einen Baum und sah zum Försterhaus hinunter. Die Russen waren abgezogen. Am Abend ging ich zum Försterhaus zurück, holte eine Decke und Proviant und verschwand sogleich wieder im Walde. So waren die 14 Tage im unmittelbaren Bereich des Försterhauses in den Fischbacher Alpen. Bedingte mich dort als Holzarbeiter, Stallknecht und Bauer. Die Russen kamen nicht wieder, obwohl die ganze Steiermark von den Russen besetzt war. Ich verblieb dort zwei, drei Monate, bis dann die Engländer die Steiermark besetzten. Gemäß einer internationalen Vereinbarung mussten die Russen Anfang August die Steiermark räumen und es folgten die Engländer als Besetzung nach. Die Russen verblieben in Niederösterreich, das Burgenland und Teile von Wien. Den Amerikanern wurden Oberösterreich und Salzburg zugeteilt, den Engländern Kärnten und die Steiermark, den Franzosen Tirol und Vorarlberg, wo ich letztendlich auch hin wollte. Die Russen plünderten vor ihrem Abzug das Land Steiermark völlig aus. Tagelang sah ich ins Stanzertal hinab. Tausende Kühe, Schweine, Ziegen wurden in Trecks ostwärts getrieben. Verladebahnhöfen oder auch russischen Schlachthöfen zu. Auf der Eisenbahnlinie durch das Mürztal rollten stündlich lange Lastzüge mit Beutematerial. Jeder Bauernhof, jeder Gewerbebetrieb, jede Industrieanlage, der ganze Erzberg und die Hochofenanlagen von Donauwitz und Kapfenberg wurden ausgeplündert und abmontiert. Vom Lichtschalter zur Kloschale, Licht- und Stromkabel, Autos, Traktoren, Holz in Unmengen, Rohstoffe, Chemikalien, Säuren aller Art, ja praktisch alles, was nicht nied- und nagelfest war. Der verbliebene Rest wurde dann noch mutwillig und bösartig zerstört. Wie von den Heimkehrern aus Russland dann erzählt wurde, standen diese Waggons noch Wochen und Monate lang irgendwo in der Ukraine. Die Waggons wurden dann auf offener Strecke entladen, jedoch nicht in Depots gelagert oder irgendeiner Verwendung zugeführt. Kriegsgefangene schmissen die teuren und wertvollen Gegenstände, Waren und Maschinen einfach den Bahndamm hinunter, wo sie in den nächsten Jahren verrosteten, wiederum gestohlen wurden oder verrotteten. All die Dinge die dann nicht nur aus der Steiermark gestohlen und geplündert wurden, sondern aus ganz Deutschland und Österreich, konnten ja aus rein infrastrukturellen Gründen gar nicht verwendet werden. Alle Maschinen hatten ja andere Stromanschlüsse. Kaum ein Dorf oder eine Stadt war zu finden, wo es Wasseranschlüsse, zum Beispiel für Klotschüsseln, gab. Die Waren kamen aus einer völlig anderen Welt. Also alles Sinnloseste gestohlen, geplündert und nach Russland verfrachtet. Man wollte den Besiegten zu einem Bauernstaat degradieren.